Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomaten. Nochmal herzlich willkommen aus Berlin-Hellersdorf. Hier habe ich früher gewohnt, ganz viele Jahre meines Lebens. Und es ist so witzig, hier wieder herzukommen, vor allem, wenn die beiden dabei sind. Das ist jetzt so altes Leben featuring neues Leben. So krass. Wir haben jetzt gut bei meiner Oma genächtigt und jetzt fahren wir in die Stadt rein, denn bei Oma gibt es kein WLAN. Erstes Meeting des Tages, Unicorn Coworking Space. Die sind nämlich eine potenzielle Location für unser APC-Abschluss-Event am 25.10. hier in Berlin mit Jan Bredak und Chris Stellies. Und wenn das klappt, dann können wir den Ticket-Sale starten. Deswegen gehen wir mal rein. Hallo! Freunde, wir sind jetzt umgezogen, wir sind jetzt Unicorn-Außenstelle, könnte man sagen. Und das ist jetzt nämlich hier die Location, wo unser Abschluss-Event am 25.10. stattfinden könnte. Und ja, wir haben gerade ein bisschen gequatscht. Ich denke mal, wir kommen da zusammen. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und ich zeige euch das jetzt ganz mal. Hier ist dann, hier würde das Interview stattfinden, haben ein kleines Podest. Und wir haben so viel Kapazitäten, guckt euch das an. Es könnten rein theoretisch bis zu 200 Leute hier sein. Richtig fett. Jetzt die Stühle, die hier aufgestellt sind, sind wahrscheinlich für 80 oder irgendwie sowas, also passen noch viel, viel mehr hin. Also das wird auf jeden Fall unser fettestes Event. 25.10. Jan Bredak, Chris Stellies, boom. Und voll geil. Und hier ist dann das Interview und dann in den Pausen und vorher können wir dann hier noch ein bisschen socializen. Gibt auch eine Bar, ein bisschen Getränke. So ein schöner Space hier, richtig offen. Ich liebe sowas, ne? Einhörner, bam. Lässig, ihr Lieben. Wir haben einen Deal. Ha! Jetzt gehe ich direkt rüber und publische die Veranstaltung. Und dann ist unser letztes APC-Event ebenfalls online. Guckt euch das an, liebe Leute. Hier gibt es eine Vlogging-Cover. Die kann man reingehen, wenn man einen Take drehen will. Wie geil. Ich muss euch was zeigen. Hier ist aktuell noch ein Draft. Wir stellen es aber im Laufe des Nachmittags noch online. Das ist schon angelegt. Carla muss nur noch komplett final freigeben. Und dann ist es da. Bis das Video online geht, ist es längst da. Ich verlinke euch das Ding unten drin. Chris Stellies, Online-Unternehmer und Online-Unternehmer mit Millionen-Business und Jan Bredak, Gründer von Vegans, vegane Supermarktkette. Think big, wie du ein Business startest, das die Welt veränderst. Die beiden Jungs sind die absoluten Big Player der APC. Oh mein Gott. Und dass ich es geschafft habe, die zusammen an einen Termin zu bringen, freut mich richtig. 25. Oktober, Unicorn, Link ist unten drin. Also da lohnt es sich wirklich auch mal von Hamburg, von Dresden, von Leipzig, von Hannover und so weiter nach Berlin rüber zu fahren. Das wird episch. Und wenn ihr was Episches wollt, was gar nicht mehr so lange hin ist und eher im Süden Deutschlands angesiedelt ist, dann möchte ich euch nochmal, gestern habe ich euch Carina vorgestellt, Speaker Nummer 1 fürs Stuttgart-Event am Montag und heute Alex Hartmann. So sieht die ganze Geschichte aus. Das ist die Facebook-Veranstaltung. Montag, 12. September, Montagabend in Stuttgart, unser einziges Stuttgarter Event. Und das ist Alex. Alex ist Reality Hacker, hat er sich selbst getauft. Bei ihm geht es darum, wie man das Unterbewusstsein nutzt, um sich selbst auf Erfolg zu programmieren. Richtig interessanter Typ. Das ist auf jeden Fall eines der Interviews, auf das ich mich persönlich am meisten freue, weil ich solche Sachen liebe und da eine Menge für mich selbst rausziehen kann. Also den Jungen wollte ich schon ewig mal treffen und dass ich es jetzt geschafft habe, ihn für die APC zu begeistern, ist eine richtig fette Sache. Checkt mal auf jeden Fall auf seiner Webseite vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Der Typ hat nicht nur frische Haare, die er jetzt aktuell aber gar nicht mehr hat, sondern die sind jetzt kürzer, sondern macht auch eine ganze Menge Dinge um Hypnose, um Unterbewusstsein, um all solche Faktoren für Erfolg, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, wo man sagt so, okay, die man aber für sich nutzen kann und die echt richtig, richtig interessant und richtig geil sind. Also, Stuttgart, 12.09. ist ein krasser Tag heute. Oh mein Gott, ich brauche viel mehr Zeit. Ich brauche einfach viel mehr Zeit. Aber jetzt muss ich erstmal losgehen. Tschüss. Denn jetzt geht's Fußball. Ich predige immer wieder, der Schlüssel zu Produktivität ist, zwischen dringenden und wichtigen Dingen zu unterscheiden und sich auf die wichtigen zu konzentrieren, weil die dringenden eh erledigt werden. Problem bei der ganzen Sache jetzt gerade ist nur, dass alles sowohl wichtig als auch dringend ist. Heißt, ich muss alles machen und ich muss einfach alles nacheinander durchrocken und es ist so viel und ich habe so wenig Zeit und ja,
krasse Nummer. Aber ich habe doch schon überlegt, jetzt einfach noch durchzuhauen, aber irgendwie so einen kurzen Break tut auf jeden Fall gut. Heute schon den ganzen Tag am Laptop gesessen. Ich werde dann heute Abend noch weitermachen. Und jetzt ist ja unsere letzte Woche in Berlin und ist jetzt meine letzte Gelegenheit, mit zum Fußball zu gehen für das komplette restliche Jahr. Und das kann ich mir nicht entgehen lassen. Dankeschön, ciao. Ja, da will man ihn gerade anrufen und dann ist er genau da. Yeah. Oh, Robert, du rollst weg. Robert, roll nicht. Bam, gleich geht's rein zu Fußball. Ich freue mich. Ich will euch aber vorher noch mal eine ganz kurze kleine Story erzählen. Und zwar, ich krieg so oft diese Frage, sag mal Robert, bei den täglichen Videos, du hast jetzt fast 500 Tomatenshows, warum hast du nicht noch mehr Abonnenten? Und alle gehen immer so geil auf diese Abonnenten ab. Und dazu möchte ich heute mal was sagen. Und zwar klar, für Verhandlungen mit Unternehmen, fürs Image, fürs eigene Ego. Viele Abonnenten sind geil, auf jeden Fall, machen wir uns nichts vor. Aber die Sache ist die. In Seth Godins wunderbarem Buch Tribes, was ich schon gelesen habe und was ich mir jetzt nochmal bei Blinkist reingezogen habe, war ein Punkt drin, der mich nochmal daran erinnert hat, dass viele Abonnenten nicht das Ziel sind. Wenn wir ein Tribe aufbauen, wenn wir eine Gemeinschaft von Leuten, die in eine gleiche Richtung rennen, aufbauen wollen, dann brauchen wir 1000 Leute, die voll und ganz committed sind. Und das reicht. Wenn wir 1000 Leute haben, dann haben wir eine Bewegung, dann haben wir eine richtig krasse Bewegung. Wenn wir 1000 Leute haben, die richtig dabei sind, haben wir eine richtig heftige Bewegung. Auf dem Channel sind 6800 Abonnenten. Wir haben schon mehr als genug Leute, das ist überhaupt gar kein Problem. Was wir jetzt machen müssen, was die aktuelle Challenge ist, ist die Connection der einzelnen Leute im Tribe untereinander zu stärken. Und genau das ist gerade die Mission. Und deswegen versuche ich nicht mehr Abonnenten zu erreichen. Ich habe im letzten Monat, glaube ich, nur 150 neue Abonnenten erreicht, weil ich überhaupt gar nicht darauf abziele. Es beschäftigt mich überhaupt gar nicht. Ich check nicht mal wirklich, wie viele Abonnenten ich eigentlich habe, sondern ich fokussiere mich darauf, die Connection der einzelnen Tribe-Member untereinander zu verstärken. Und das ist der Grund, warum ich die APC Live-Interview-Events mache, auch wenn wir zu fünft unterwegs sind und das Unterkunftskosten kostet und das Auto wir am Start haben müssen und das verschlingt Sprit und das braucht Zeit und im Auto kann man nicht so produktiv sein und so weiter und so fort. Wie man es dreht und wendet, eigentlich ist unternehmerisch gesehen, Interviews per Skype zu machen, viel geiler als diese Tour zu machen. Aber ich habe einfach am Montag in Frankfurt auch wieder gemerkt, wenn wir mit 50 Leuten 5 Stunden in einem Raum sind und alle Bock haben auf die gleichen Themen und alle in die gleiche Richtung unterwegs sind, dann entsteht daraus sowas Krasses. Dann connecten sich Leute untereinander, die sich vorher noch nicht kannten. Und das bewirke ich eben mit so einem Abend. Und deswegen mache ich die Live-Interview-Events und deswegen mache ich 16 Stück von diesen. Und deswegen reise ich gerade 2 Monate mit der ganzen Meute durch die Republik, weil es darum geht, die Connection der einzelnen Tribe-Member untereinander zu stärken. Und je besser ich das schaffe, desto mehr Abonnenten kommen auch wieder dazu. Denn hey, ganz ehrlich, wenn wir Leute dabei haben, die sind so motiviert, die sagen so, hey, Awesome People Conference, geil's überhaupt, ich bringe all meine Freunde mit, ich share das 700 Mal auf Facebook und ich möchte, dass das Ding einfach wächst und ich sehe das ein Stück weit mit als mein eigenes Projekt. Rate, was passiert? Es kommen so viele neue Leute dazu. Es führt gar kein anderer Weg daran vorbei. Heißt, das ist wieder dieses nicht auf die Symptome, sondern auf die Wurzel gehen. Wenn wir es schaffen, dass wir 6800 Leute haben, die alle sowas von pumped sind und völlig ausrasten vor lauter Freude und bei allem dabei sind und alles mitmachen wollen, was ich irgendwie nur veranstalte, dann habe ich einen Homerun und dazu brauche ich nicht 20.000 oder 50.000 oder 100.000 oder 200.000 Subscriber. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht mein Ziel ist, den Channel auf 500.000 Abonnenten oder irgendwas zu bringen, ist auf jeden Fall das Ziel. Aber das Hauptziel ist, die Connection der einzelnen Tribe-Mitglieder untereinander zu stärken. Weil das den Grundstein legt für alle Dinge und weil das dafür sorgt, dass jeder einen krassen Value hat und nicht nur ab und zu mal ein Video guckt, sondern echt fett viel davon profitieren kann. So, sorry für den kleinen Rant. Das war mir aber wichtig, denn ich finde es einfach echt nicht geil, dass so viele Leute immer auf die Abonnenten gehen, obwohl es eigentlich überhaupt nichts aussagt. Und jetzt gehen wir Fußball spielen. Yes! Kurzes Fazit, 2-2, 2 richtige Schüsse aufs Tor, 2 Tore, läuft, sehr, sehr gut. Ich kann leider nicht filmen, nur die Große dabei, die kann ich nicht drin aufstellen. Auf keinen Fall. Weiter geht's. Sechs gewonnen, 5 Tore, geiles Spiel. Ach, Robert, das war das beste Spiel, seitdem ich, glaube ich, hier dabei war. Echt? Meins auch. Also, 9-6. Ja.
fett. So, Freunde, ich laufe jetzt nach Hause und das ist witzigerweise, ich habe gerade den Bus verpasst. Genau die Strecke, die wir früher, hier habe ich früher gewohnt, die gelaufen sind, wenn wir irgendwie mit 17 Jahren nach dem Feiern nach Hause gelaufen sind, weil kein Bus mehr gefahren ist. Und das Ding ist jetzt irgendwie fast 10 Jahre her. Und es ist so witzig, jetzt wieder in seiner alten Hut zu sein und aber im Gegensatz zu damals eine fette Perspektive zu haben. Und damals bin ich hier nach Hause gelaufen und habe mir gedacht, so, ja, war ja irgendwie ganz cool. Alkohol getrunken, aber wie geht es eigentlich weiter? Was ist mein Platz im Leben? Und jetzt heftig. Ich bin so pumped. Richtig, richtig geil. Macht sau Spaß. Alles gerade nochmal der Hinweis. 500 zu Tomatenschau am Gardasee. Nächste Woche, 16. bis 18. September. Es gibt noch 4 Plätze. Kann auch sein, dass es mittlerweile schon weniger sind. Vorhin habe ich auch mein Newsletter rausgeschickt. Geil. Der Ticket-Sale läuft nur noch bis zum Freitag. Dann fällt der Hammer. Also, wenn ihr dabei sein wollt, Stefan Hienemalke Araya, großartige Speaker. Canyoning, Sonnenuntergangs-Segeltour, Networking. Leckeres italienisches Essen, großartiges Wochenende. Mein fettestes Live-Event, was ich bisher in meinem Leben organisiert habe, toppt sogar noch die Dinger von der APC, das kann ich euch versprechen. Ich bin gleich zu Hause, werde noch ein bisschen Gas geben, steht noch einiges auf der Liste, Interview vorbereiten für morgen. Jonah Plank und Dominik Stühler, drittes APC Berlin-Event und dann geht's schlafen. Und wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass ihr mir einen Kommentar reinschreibt, was haltet ihr vom heutigen Content-Part? Nicht auf die Qualität gehen, sondern Tribe aufbauen. Was? Bam! Was wünscht ihr euch von mir, um noch besser von mir profitieren zu können? Was kann ich machen, um noch besser euch untereinander vernetzen zu können? Welche Möglichkeiten kann ich noch schaffen, um diesen geilen Tribe, den wir hier gerade am Start haben, wovon ich mega dankbar bin, ein Teil sein zu dürfen? Was kann ich machen, dass das noch besser wird? Haut mir mal eure Ideen raus. Was wünscht ihr euch? Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns. Ciao.